Das geht bei mir nicht viel. Ich bin eigentlich, habe eigentlich gar keine Zeit und müsste eigentlich was anderes machen. Morgen für die VLN trainieren. Auf der Schleife, aber irgendwie, ja, wurde ich gezwungen, Prison Architect zu spielen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hab dir gesagt, hau ab. Nein, alles gut. Du Next wolltest ja Everything, mit mir nein. Warte, spielen. nicht später vielleicht. Aber Aber kaum jetzt hat er nicht. Erfolg, weiß er wieder nicht, wo er herkommt. Unglaublich. Stimmt doch gar nicht. Luca, einen wunderschönen guten Abend. Ich kann mich noch daran erinnern, wo seine Mutter sagte: Hör mal, Fussel, kannst du nicht mal mit dem spielen? Sonst macht es ja nicht mal der Hund, selbst wenn ich ihm eine Wurst in die Hose stecke. Ich so: Ja, ja gut, wenn es sein muss. Seitdem habe ich den an der Backe. Stimmt doch gar nicht. Doch, genau so ist das In gewesen. 100 Pro. Stimmt nicht. Ich wollte mit dem Gorilla spielen und wer kam? Du. Ich wollte Nee. Gorilla, ich bekam dich. Ja. Hätte ich wieder zurückschicken sollen. Weil der Gorilla gesagt hat, mit dem Spacken auf gar keinen Fall. Und ich so, kannst du doch nicht machen. Stimmt Der hat doch ja gar nicht. immerhin einen Euro gespendet. Nein. Na gut, dann spiele ich mal eine Runde mit ihm. Aber dann lasse ich mir eine Ausrede einfallen. Mir ist halt nur noch keine Eine eingefallen. Runde. Fragt nach 70 Folgen Forest und über 50 Folgen Echo. Ja, ich weiß auch nicht. Wie schaffen wir das eigentlich immer? Ja, wird schwierig morgen. Ja, relativ. Also, ich meine, Nordschleife, okay, geht. Mit dem Audi gewöhnungsbedürftig, aber kriegen wir schön. Ich und das Sandro. Der Niklas wird in der ersten Runde in Sand ins Kiesbett fahren. Es gibt gar kein Kiesbett, doch. Nein, es gibt gar kein Kiesbett. Doch, stimmt. Oder Oder ein Flugzeuge gibt es Reifenstafel, das Kiesbett. könnte auch sein. Und dann in Kann Flammen sein. aufgehen und, Reifenstafel. ne? Macht den Niki lauter. Ja, schön, dass du das sagst, nicht ich. Ich hatte es auf der Ja, Zunge ne? liegen, aber denk mir, komm, Pietät und so, lass mal. Ja, Sei kenne mal ich nicht so doch. ein Assi. Hm. Halt dich mal ein bisschen zurück mit deinen fiesen Sprüchen. So, warum ist hier schon wieder und warum und. Wir haben übrigens einen Zuschuss bekommen. Ach, sehr schön. Ja, das war der. Kurzfristige So, da. irgendwie habe ich was vergessen, glaube ich. Hast du dich eigentlich um Hab deine Sandro auch Einlieferung nochmal. gekümmert? Nö, ne? War ja gar nicht da, ich war Kaffee holen. Das ist doch kein Grund. Billig. Und ich habe einen Kinderpinguin gegessen. Siehste? Nur am Fressen. Und wie ist er gefahren? Wer? Herr Sandro. Du, alles klar, Uli, viel Spaß. Hey. Wird schon ja auf jeden Fall. Wir sind ja morgen 4 Stunden. Wo wir überleben müssen. Wie, du musst 4 Stunden im Kreis fahren morgen? Und dann soll ich mit dir noch durch das Ödland von Appalachia laufen? Ja, wir fahren ja zu dritt. Klar, 3 Leute in dem Auto. Logisch. 3 Leute abwechselnd in einem Auto. Naja, damit die anderen dann deine Kacke wieder rausholen, ne? Ja, der Beste fährt zum Schluss. Wer ist das? Und das ist der Stefan, der war vorhin auch schon da war. Oder immer noch da ist, ich weiß gar nicht. Aber Und du meinst, der schafft das, deine 12 Runden Rückstand wieder aufzuholen? ja, unser Ziel ist ja nicht eine gute Platzierung, es geht ja nur um sauber fahren, damit wir diese eine Wertung kriegen, damit wir ein bisschen aufsteigen. Und das soll er dann schaffen, nachdem du Genau. gefahren bist. Ja. Das wird ein Desaster. Eventuell, aber wir werden es sehen. Wenn nicht, verziehe ich mich einfach ganz schnell nach Appalachia. Weil mich die ganze Zeit wieder möselig. Und knatschig. Ach du Bei dir dann. Scheiße. Oh nee. Ach, wie Oh furchtbar. doch. Ja. Bah, die Radkakerlake hat mich schon wieder angenuckelt. Warum immer ich? Seine Todeskralle. Ach, der
gut, wenn die dich umbringen, das würde ich ja noch akzeptieren, aber du stirbst ja selbst, wenn dich eine Zecke anhustet. Noch nicht mal anknabbert. Ey, das war eine Level 1er Zecke, okay? Zecken sind gefährlich. Ja. Deswegen soll man sich auch impfen lassen. Ja, bist spontan an Borreliose gestorben, ich weiß. Ganz spontan. Mann. So. Kann man sein, dass du immer noch keinen Strom gelegt hast? Also ich schon. Es gibt aber hier gewisse Herrschaften, die halten es nicht für nötig, fertig zu werden. Hinten muss der Generator unter oben zwei. Genau. Die Stromkabel habe ich alle schon in Auftrag gegeben. Ob sie die natürlich alle schon gelegt haben. Boom. Haben sie. Gut, da unten fehlt. Entschuldigung. Fehlen welche, die haben sie nicht übernommen. Okay. In der Cafeteria, da werden die Metalldetektoren keinen Strom haben. Wenn man nachguckst. Also zumindest ist es bei mir so, das kann bei dir natürlich wieder ganz anders sein. Naja, sie sind ja noch am Bauen. Wir geben ihnen einfach mal die Chance, das zu machen. Die haben ja auch ein wüstes Konzept, ja. Weißt du? Es ist kein Generator vorhanden, aber es werden schon mal Stromkabel gelegt, einen halben Boden. Gut, wenn wir dann hier überall Strom haben, ne? Ja, das geht schlagartig. Also wenn dann erstmal hier, ne? Ja, dann kannst du ja schon mal den Hof kopieren. Den schon mal bauen. Nee. Das ist deine Domäne. Da kannst du mal schön neu konzipieren. Die Höfe sehen aber beide gleich aus. Also unser Hof ist so übernommen. Ist aus. Unglaublich. Aber kopier wenn dann den ganz rechten, weil beim ganz linken fehlen ein paar Lichter. Und warum? Weil ich die wahrscheinlich das letzte Mal noch machen wollte und halt einfach nicht dazugekommen bin. Ja, dann mach das doch. Ganz einfach. Ja, du baust doch gerade, oder nicht? Nein. Jetzt, ja, wenn du dann wieder ein 3 Kilometer langes Kabel ziehst, aber warum machst du das? Nein, mache ich nicht. Guck, kaum ist der Niklas da, negativer Cashflow, siehst du? Dann mal wieder einen neuen Kaffee holen, das ist gut. Wenn ich hier nicht erwünscht bin? Nein. Du willst ja lieber durch Monza fahren oder so. So ähnlich. Ich hab das schon verstanden. War nicht alles, aber... Welt. Auto speichern? Bestimmt auch. Also ich hab die Finger nicht an der Tastatur oder so. Weißt du, dass unser Gefängnis nicht dreckig ist? Mhm. Vielleicht dürfen wir doch ein paar Außenmesser oder sowas einstellen. Nein. Das wird überbewertet. Auf gar keinen Fall. Wetter. Oh, viel besser. Warum sind da keine Bäume? Wo? Baum. Am Hof? Weiß ich nicht. Da hören Bäume rein. Vielleicht, weil auf dem Mond ein Baum so schlecht wächst. Das war halt eine Palme hin. Richtig, die berühmte Mondpalme. Eben. Nur Sandstein, ne? Ah ne, wir haben auch Sand. Okay. Mondsand. Ja, den gibt's. Ja. Daraus wollen die Häuser bauen, ne? Mondsand. Ja, aus diesem Mondgestein. Das wollen sie dann irgendwie da drauf verdichten und. Weil du ja da oben Strahlung ausgesetzt hast. Also jetzt auf dem Mond oder? Naja, tatsächlich auf dem Mond. Nee, auf dem Mond. Welche Art von Strahlung?
Naja, der fiesen Strahlung, weil die Sonne da oben ja ungefiltert drauf brennen kann. Und du hast ja so eine Hintergrundstrahlung im Weltall, die dann so Krebs und so hervorruft. Wir sind Ja, das ja stelle ich mir. geschützt durch den Magnetmantel der Erde, aber. Und hat das ja nicht. Eben, der hat den ja nicht. Der hat ja keine Atmosphäre. Also ich finde, hier ist kein Schutzbefohlener bei. Ne? Siehst du gerade spontan irgendeinen Schutzbefohlenen, auf den wir aufpassen müssen? Nö, Nein. ne? Dann habe ich diese Einlieferung mal eben hinter uns gebracht. Ich würde mal eben vier Kondensatoren setzen. Geht das? Ja, ich bin gerade nicht im Bau. Vier Kondensatoren gesetzt. Also ich will mal nur kurz anmerken, ne? Wir haben eine echt gute Quote, was die Häftlinge angeht. Ja? 322 entlassen. Ja. 307 auf Bewährung entlassen und nur 2% sind rückläufig. Das ist wirklich ein guter Wert. Kann man nicht anders sagen. Weil Gut, wir uns aber Todesfälle auch Haft um die 6. Jungs kümmern, ne? Naja, Bestrafung 9, Besserung 8, Sicherheit 4, Gesundheit minus 1. Ups. Okay, ernsthaft, was. Ja, das kann auch was mit dem Essen zu tun haben. Ich habe mal gehört, dass die besseres Bestimmt. Essen brauchen. Dann geht auch die Gesundheit etwas hoch. Besseres ist, dann haben wir dann nicht mehr Geld. Ja, eben, deswegen lass die Gesundheit Nee. ruhig unten. Weil sie können hier nicht alles verlangen von uns, finde ich. Eben. Wir sind bemüht im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das ist bekanntlich nicht so viel. Okay, du hast die Stromkabel doch schon gesetzt. Vielen Dank. Wenn du willst, kannst du Türen setzen. Willst du dann noch schnell den Hof kopieren? Welche Türen haben wir da genommen? Normale, ne? Ja. Kunde, schnelles Bauen, Klönchen. Aber den ganz rechten Hof, genau. Wir müssen alles überall Türen hin. Da müssen wir schon. Jede Zelle, ne? Warum laufen wir hier nicht Gefangene rum? Weil der Besucherraum schon freigegeben wurde, weil da ja ein Besucherraum ist. Ach so. Und die Gemeinschaftsräume sind kopiert, also sind die auch schon freigegeben. Deswegen hocken die sich jetzt gerade für einen Zweier auf dem Billardtisch. Ah ja. Wir wissen. Gut, aber die können ja eh nicht raus, weil ja eigentlich alles abgeschlossen Nee, ist. nee, nee, nee. Das ist, das Sicherheitskonzept funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum hier zum Beispiel irgendwelche Häftlinge sitzen, die eigentlich in einen ganz anderen Trakt gehören, aber Das wo der muss Psychologe Panama. dafür ist. Box gegen die Wand. Ah, ja. Na, guck mal, warum laufen diese ganzen Schwersuizidalen hier hinten rum? Kann nicht, weil das als allgemeiner Trakt gilt und nicht als
Warum haben wir einen Todesfall? Was ist da passiert? Ah, weil die sich gerade geboxt haben. Und der eine zerstört hier gerade und die boxen sich gegenseitig. Und jetzt haben wir gleich den nächsten Toten. Ja. Siehst du, und das ist der Grund, warum das alles nicht funktioniert. Der Jamie ist da. Schönen guten Abend, Jamie. Jetzt haben wir wieder Blut auf dem frisch verlegten Teppich. Alles voller Blut. Na toll. Ja, dann machen wir immer das, wo der Fussel anscheinend nicht kann. Was kann der nicht? Wir können markieren alles erstmal für nur Personal, damit hier niemand hinkommt. Das hatten wir sogar schon mal gemacht, aber das interessiert das Spiel ja nicht. Nee, du hast ja wieder drei Wände gezogen, deswegen geht es hin. Eben, an ganz anderen Stellen. Dann wird das natürlich zurückgesetzt. Das geht hier doch nicht. Kein Gnadengesuch weiterhin möglich. Einlauftür sicher. Aber wir wollten ja eh nicht verkaufen, also insofern. In. Wo ist denn hier unser... Da. So, dann nehmen wir das Backbone-System. So. Ja, die bauen eine Tür und schon wieder ist alles freigegeben, ne? Ja, genau. Es ist unglaublich, ne, wie die einen verarschen. Na, wäre ehrlich. Ja, und deswegen haben wir hier überall Blut auf dem frischen Boden. Ist nicht schön. Nee, echt nicht. Und da mache ich mir halt ein bisschen Sorgen, weil so ein Gefängnis zu planen, ne? Mal im Stream, wo du an alles denkst, ich glaube nicht, dass man das schafft. Ja, wo willst du sonst machen? Ja, du wirst dich hinsetzen, deinen Job kündigen und die nächsten Monate das perfekte Gefängnis planen. Schön auf ein Blatt Papier. Weißt du? Und dann wirst du das eins zu eins übersetzen. Dann muss ja jemand dafür bezahlen, der das kann. Und sind Türen drin. Hm. Warum kann ich das dann nicht als nur für Personalkennzeichen jetzt ab? Das Spiel entscheidet das schon selber, wie das geht. Du kannst hier nicht machen, was du willst. Wo gehen wir denn da hin? Jetzt. Nein. So. Wir verbrauchen aber auch irgendwie wenig Strom. Kann das sein? Und warum ist der hier so hell? Vielleicht weil da Lichter eingebaut sind oder nicht. Mm-mm. Das ist deine ferngesteuerte Tür noch. Die habe ich schon verbunden. Ferngesteuerte Tür könnte nur geöffnet werden, wenn an das hier ein funktionierenden Server angeschlossen ist. Von welcher Tür redest du denn jetzt? Von der beim Elektrizitätswerk. Beim dritten Generator. Beim neuen, ja? Ja, aber den habe ich da angeschlossen. Der Türservo ist da und den habe ich jetzt schon angeschlossen. Ja, kann, bei mir steht halt das. Ja. Du weißt, dieses Spiel lügt. Muss man leider so sagen.
Ich meine, rot sind die komischerweise mittlerweile alle. Müssten die eigentlich grün sein? Na, wir können ja mal gucken, was passiert.